Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Wir sind unterwegs. Ihr seht, wir sind draußen in der Natur. Oder vielmehr nicht, wir sind auf dem Rastplatz. Denn wir fahren nach Stuttgart und ich hole mir mein neues Baby ab. Ein neues Auto ist am Start. Die kleine Maus, von der ihr jetzt einen kleinen Carporn bekommt. Mein GT63. Nach anderthalb Jahren geht zurück zu Mercedes. Und ich habe mir ein neues Baby ausgesucht. Und was es ist, seht ihr gleich. Den lieben Nico in Scope sehen wir auch gleich noch. Der kommt nämlich mit das Auto abholen. Und freue mich riesig auf mein neues dickes Baby. Los geht's! Wir fahren ja jetzt seit anderthalb Stunden Auto und wären gerade beinahe gestorben, weil irgend so eine voll einfach mit 230 kommt Kevin angeballert und er fährt einfach mit 100 links rüber. Und zwar so 20 Meter vor mir. Alter, ihr müsst so in die Eisen gehen. So eine dumme Sau. Unglaublich. Passt immer auf, bevor ihr die Spur wechselt. Guckt nach hinten und den Rückspiegel. Verdammt nochmal. Ich war echt sauer. Bin immer noch sauer. Wir haben Halbzeit und ich muss schon ehrlich sagen, ich werde die kleine Maus echt vermissen. Ne? Die macht einfach so viel, Spaß. So viel Spaß macht sie. Sie ist so schön, so toll. Noch 4 Stunden haben wir uns. Dann bist du weg. Für immer. Aber ich habe Ersatz. Viele von euch wissen es schon. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr übrigens auch machen. Schön mir auf Instagram folgen. Weil da werdet ihr immer über alles. Denn da werdet ihr immer über alle Neuigkeiten informiert. Auch jetzt, wenn ich wieder anfange mit Sport. Regelmäßige Updates und Rezepte und Trainingspläne. Was sagt die Nadel? Die Tanknadel? Ja. Die ist nicht mehr da. Scheiße. Das ist jetzt ein echtes Problem, weil. Wenn auch der Autohof, scheiße, wenn die Tanknadel, also wenn die Kilometer, wenn er nicht schon nicht mehr anzeigt, wie viele Kilometer wir kommen, haben wir vielleicht noch so 50. Ja, aber jetzt ist einfach noch ein ganz, ganz kleines Stück von Gelb sichtbar. Ich weiß nicht, 20 Kilometer vielleicht, keine Ahnung. Und hier ist halt nicht so irgendwie, die Tankstellendichte ist hier nicht so. Ich warte jetzt schon hier seit einer halben Stunde auf der Tankstelle. Getankt haben wir. Jetzt habe ich mir noch einen kleinen Energy gekauft, damit ich mich auch noch selber schnell voll tanke. Bin ein bisschen platt. Gibt erstmal einen kleinen Snack. Und zwar unsere Designer Bars von ESN. Wirklich einer der besten Riegel, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also mit den Werten vergleichbar gibt es nur einen fetten Schokoriegel irgendwo. Aber der schmeckt wie ein fetter Schokoriegel mit besseren Werten. Also besser geht's gar nicht. Also unglaublich krass der Riegel. Wir haben jetzt den lieben Nico abgeholt und holen jetzt das Baby ab. Das hasse ich ja. Liebe Leute, machen Sie sich darauf gefasst. Sie sehen nun Kevin Volta in der Hauptrolle bei der Abholung eines absolut unnötigen Kfz mit einem Startverbrauch von über 20 Litern. Kevin Volta! Er ist ein Jäger. Er braucht es ja. Ganz genau. Das ist ja auch zweckmäßig. Da ist die Polizei. Ich möchte mich ganz kurz bei Kevin bedanken, okay? Kevin hat mir ein Pärchen Schuhe vermacht. Wirklich, Kuss geht raus. Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten mich anfangen können zu begeistern für Schuhe. Wir zeigen das gute Stück mal. Es waren 4er Jordan. Mit einem extrem nicen Colorway. Eine richtig geile Schuh. Ja. Kevin, Kuss geht raus an dich. Einer der schönsten mittlerweile, also einer der schönsten von den letzten, die jetzt rauskommen sind. Richtig geil. Wirklich sehr, sehr schöner Schuh. Und den kann man auch sehr wild combinen. Danke, Mann, ohne Witz. Warum hat mir Kevin den geschenkt? Weil er mein Sugar Dad ist. Oh, eine
schöne Zeit, Maus. So, da sind wir. Ich fände es eigentlich nice, wenn du dir jetzt einen E-Smart abholen würdest. So, wir sind da angekommen bei Mercedes. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo das neue Baby steckt. Du schon mal nicht. Also du hast echt krasse Acting-Skills. Oder? Ja, schon. Schon ein bisschen. Dreh dich doch mal so, damit man noch mal genau sieht, dass du dich umschaust, wie das Auto steht. Nicht schlecht, ja, ohne Witz. Und sonst so? Läuft. Oder fährt gleich wieder. Oh Mann, ey. Unnötig. Was unnötig? Ja, das ist unnötig. Der ist nicht unnötig. Der ist ja nicht unglaublich. Guck dir mal die Sidepipes an. Ja, ich bin krass gespannt auf die Videos aus dem Gelände von dir. Wirst du sehen, ey. Aus dem Berliner Gelände. Ja, ich hab einen Wald. Okay. Wirst du sehen. Boah, ist der schön. Ist das Paket für mich hier? Ja, alles, was du bestellt hast. Was? Hast du Bildschirme bestellt? Bildschirme? Mhm. Kann sein. Ich hab gesagt, alles, was es gibt. Ja, ich denke mal, dann sind die hier drin. Bildschirme? Ja. Für meinen Sohn? Ich. Kann ja, der dann Fernsehen gucken? Das. Die bauen das halt nicht ein, weil manche benutzen es auch nicht wirklich. Komme ich dir noch Geschenke? Ja. Doch, das sind sie. Ha! Bildschirme! Du hast dich die Bildschirme. Na klar, habe ich Bildschirme bestellt. Okay. Kannst du, wenn wir mal längere Strecken fahren, kannst du hinten ein Filmchen gucken, ist doch schön. Ja, dafür habe ich auch ein Handy. Und jetzt hast du einen Bildschirm. Gummimatten, sehr gut. Deine Schuhe sind schön. Der passt nicht zur Uhr. Die grün, ganze grün. Ist echt Bombe, ja. Ey, ich kann nicht abstreiten, dass es ein ultra schönes Auto ist. Sieht sehr geil aus. Auch ein sehr schönes Interieur. Aber es ist halt einfach unnötig. Vor allem für den Stadtverkehr. Oder? Da stimmst du mir doch zu, oder? Nein, ich finde, das ist notwendig. Ja, gut. Freust du dich? Ja. Ja, das ist doch schön. Ja, dann auf geht's. Dann schmeiß das Ding mal an. Ach so, guck mal hier, schön. Alles schön dezent. Alles in schwarz hier. Ja, extrem dezent. Danke dir für den geilen Sound. Was sagst du zu meinem extrem unnötigen Auto? Das ist echt ein cooler Wagen. Was ist doch, jetzt kann ich direkt fahren. Das ist doch mal ein Männerauto, ist das. Männerauto. Nur für Männer. Macht's gut. Eine schöne Zeit zusammen. Willst du dich auch vielleicht noch kurz verabschieden, Nico? Hau rein, Digi. Tschüss. Warum läuft der Motor, wenn du nicht fährst? Stell den ein. Kevin, arbeite in deinem Verhalten. Grün-blaues Licht und eine kühle, erfrischende Brise entführen sie ans Meer. Fühlst du es schon? Ja. Fühlst du es? Nein! Frische. Du hast einen fahren lassen, oder? Nein. Warum kommt die ganze Zeit hier so eine neue Brise wie am Meer? Ja. Stell das mal ab, die Scheiße. All I wanna say is that they don't really care about us. Bist du Michael Jackson Fan? Ja, musst du den Code eingeben. Media. Dann, ne? Doch. Medienquellen. Bluetooth Audio. Ne, warum funktionierst du nicht? Entspann dich doch mal ein bisschen. Bist du ja völlig aufgeregt. Also bist du wirklich auf dem Gelände? Ja, ich bin wirklich auf dem Gelände. Also wirklich oft. Ich gehe oft jagen. Und, Ja, aber ist es so ein Gelände, wo du die G-Klasse wirklich brauchst? Oh, oder? Ja. Okay. Das ist schon lustig, kriegst du ein paar Videos. Nee, also ich würde gerne mal auf eine Zielscheibe schießen. Ja, das ist kein Problem, das kann man machen. Das ist nur ohne Witz, hätte ich echt Bock drauf. Ich habe jetzt ein neues Scharfschützengewehr auch. Hast du die grauen? Nee, ich habe das. Hast du nicht meine Story? Ja, du guckst ja meine Story. Hast du keine grau? Die App läuft im Grau. Weißt du, was eine grau ist? Ich zeig dir mal meins. Weißt du, was eine grau ist? Das habe ich. Das ist ja eine AX50. Nein, das ist eine RS9. Das ist eine AX50. Okay, dabei Call of Duty, oder? Hast du Monolith? Ja. Hast du Monolith? Was ist Monolith? Der Schalldämpfer. Ja, Schalldämpfer habe ich bestellt für das Ding, ja. Mirage, wie ist der Bullet Drop bei der?
läuft im Hintergrund weiter. Hast du ein bisschen viel Call of Duty gezockt wieder? Ja, sag doch einfach. Weißt du nicht, was Bullet Drop ist, oder? Nee. Ja, du hast ein Scharfschützengewehr und weißt nicht mal, was Bullet Drop ist. Entschuldigung. Das kann ich nicht ernst nehmen, was Scharfschützen ist. Ja, tut mir leid. Wie wär's, wenn du ihn zum Schießtraining mal mitnimmst, Nico? Ja, ich kann dir das gerne zeigen. Wenn du, guck mal, ab einer gewissen Distanz ist es so, dass die Kugel einen leichten Abfall hat aufgrund von der Gravitationskraft. Also du meinst die ballistische Kurve des Geschosses? Nee, ich meine den Bullet Drop. Verdammt. Ich kann dir das gerne mal zeigen, weil wenn ein Ziel extrem weit weg ist, dann musst du ein bisschen drüber zielen, weißt du? Aber du hast ja Klicks an deinem Scharfschützengewehr, rechnest du ja mit Klicks. Und du rechnest die Klicks ja um, oder du rechnest die Entfernung ja um in Klicks und verstellst es dann. Den Aufsatz habe ich noch nicht freigeschaltet. Also ich glaube, mein Schwanz ist um 3 Zentimeter mindestens gewachsen mit diesem Auto. Das ist das Witzige, weil du denkst, dein Schwanz wäre gewachsen, dabei ist er eigentlich geschrumpft. Nee, der ist gewachsen. Ja. Ist gewachsen. Mal ganz kurz an alle Frauen, die bei dir gerade zuschauen, also die ganzen 3%, okay? 7,3, ja. Ja. Alle Frauen mal in der Kommentarsektion unter dem Video. Findet ihr es nice, wenn ein Typ so einen Wagen fährt? Oder findet ihr es eher nice, wenn der euch mit einem Tandem abholen würde? Was ist mit deinem scheiß Tandem? Hast du deine Kette eigentlich wieder gefunden? Nein, tatsächlich nicht. Das ist echt ein tolles Auto, echt ein tolles Gefühl. Es war irgendwie so groß alles und man hat echt viel Platz hier und schön, echt ein schönes Auto, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es halt ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schwach von Kevin, ganz ehrlich. Wir befinden uns in einer Zeit, wo man einfach sagen kann, gut, klar, man muss irgendwo auf gewisse Dinge verzichten, einen gewissen Luxus, aber dass du hier die günstige Variante mit dem 63er einschlägst, finde ich schon echt ein bisschen läsch von dir. Also, dass es da nicht mal für den 65er gereicht hat. Muss ich echt sagen, Kevin, einfach nur schwach von dir. Okay. So, wir sind auf dem Weg back home. Wir haben jetzt 23.30 Uhr, haben noch 2,5 Stunden vor uns, noch ca. 300 Kilometer. Ich kann mit der G-Klasse ja noch nicht heizen, die muss erst eingefahren werden. 1500 Kilometer. Auf jeden Fall ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber auch ein sehr produktiver Tag. Heute Morgen um 8 Uhr gestartet, 600 Kilometer nach Stuttgart. 4 fette Videos für euch abgeballert. 4 Videos, 1 seht ihr bei Tim, 3 seht ihr bei mir auf dem Kanal. Und jetzt wieder nach Hause. Circa 2,5, 3 sind wir dann auch nicht im Bettchen, sondern erst zu Hause. Olli muss sogar noch eine Stunde weiter. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Vlöckchen und ihr freut euch genauso sehr wie ich über das neue Auto. Wir werden eine Menge Spaß haben damit in Zukunft. Ein paar Tests stehen auch an. Also seid gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, Maui. Mua.